Dagermond, ja, Sie haben es geschafft, endlich nach ganz langer Zeit ein Klapprad als E-Bike, was wirklich den Namen Innovationsklapprad 2021 verdient. Nico Ockenfels hat es bestellt, kann direkt sagen, es ist nicht ganz billig. Also das Klapprad von meiner Cousine in den 70ern war deutlich günstiger. Es war orange, weiß noch ganz genau. Sie hat es mir vererbt und ich habe es geschafft, in 2 Wochen das kaputt zu machen. Sie hat es vorher 10 Jahre gehabt. Das wird hier wahrscheinlich nicht der Fall sein, denn es ist wirklich High-End und voller Ideen, Innovationen und Ingenieurskunst. Ja, Bergamont. Grüß dich, Nico Ockenfels. Wir sind in St. Wendel im Saarland und drehen heute am 2. Februar eine Revolution des Klapprades. Kann man das sagen? Ob es eine Revolution ist, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall mal ein ganz neues Produkt im Bergamont-Segment. Die Marke ist ja in den letzten Jahren immer mehr zur urbanen Marke geworden. Das heißt also, in den letzten 2 Jahrzehnten haben wir eben im Trekkingradbereich schon viel mit Bergamont gemacht. Und das Thema Mountainbike, wo sie auch stark waren, ist ein bisschen zurückgefahren. Und dafür haben wir jetzt solche Sachen wie Lastenräder oder auch jetzt ganz neu das Paule als Faltrad. Und gerade in der Zeit, du kannst das glaube ich bestätigen, der Wohnmobilkäufer, Fahrer, anderes Urlaub machen, glaube ich, dass dieses Produkt auch ziemlich gut in diese Zeit jetzt passt. So. Top, die Wette gilt. Es gibt 2 verschiedene Modelle, die wir Ihnen heute zeigen. Es ist nicht nur die Farbe, sondern es sind die Ausstattungsmerkmale, die ein bisschen anders sind. Wir haben einmal dieses schwarz-gelbe Signalgelb und wir haben einmal ein weiß-blaues. Das werden wir euch gleich mal zeigen. Die unterscheiden sich. Das weiß-blaue ist das hochwertigere, nenne ich es jetzt mal, wenn man das so sagen kann, anders ausgestattet. Genau, so kann man es sagen. Man sieht es vielleicht schon auf den ersten Blick. Riemenantrieb, größerer Akku, 5-Gang-Nabenschaltung. Das sind so die Eckdaten, was den Preisunterschied jetzt zwischen den beiden Modellen macht. Der Antrieb selber, sprich der Motor, ist identisch. In dem Fall beides mal der Shimano-Antrieb. Ja, wenn du mal so lieb bist, mir mal zeigst, das ist ja das Besondere bei diesem Fahrrad, wie das denn gefaltet wird, weil das ist jetzt die komplette Ausführung, ein erwachsenes Fahrrad für große Menschen, wenn du es mal ganz kurz runternimmst bitte, das Gewicht. Gewicht 22,5 Kilo. 22,5 Kilo. Rädern. Inklusive Akku. Inklusive Akku. Genau, also das könnte man noch minimieren, indem man den Akku rausnimmt. Der wiegt ungefähr 4, 5 Kilo. Nee, so schwer wird er nicht sein. Wir haben jetzt hier den 400 Wattstunden Akku drin, dort haben wir den 500 Wattstunden Akku drin. Also ich gehe mal von 2,5, 3 Kilo aus ungefähr. Die könnte ich aber noch runterkriegen auf einen Fahrradträger. Aber das hier ist ja zum Falten gedacht. Wie funktioniert es? Wir fangen damit an, dass wir mit den Pedalen hier diese zuerst mal einklappen. Das funktioniert hier über diesen Schieber, wo ich sie einrasten und wieder öffnen kann. Ich lasse das Rad auch gerade mal auf dem Ständer, dann geht es ein bisschen einfacher. Der hat einen Hauptständer, gell? Der hat einen Hauptständer, Doppelbeinständer, somit steht das Produkt natürlich halt auch super, egal ob ich Brötchen holen fahre oder ähnliches. Ich kriege es relativ einfach und schnell abgestellt und das macht natürlich den Unterschied auch aus. Aber entscheidend ist ja bei so einem Klapprad auch, dass der Mechanismus einfach funktioniert. Pedale hat jetzt super funktioniert. Hier ist im Prinzip der Dreh- und Angelpunkt, das heißt, das ist der Hauptbereich, wo ich den Mechanismus öffne. Das geht dann so. Ja, wenn du das gerade nochmal in Zeitlupe machst, mir beschreibst, was du gemacht hast. Also im Prinzip nur die Verriegelung nach hinten verschoben und dann den Riegel quasi geöffnet. Das war's. Das war's. Okay. Das ist nett. Dann bringe ich das ganze Rad nach hinten. Und hier siehst du das, das kannst du jetzt vielleicht gerade direkt mal filmen. Ich zeig's mal gerade hier vorne rein. Da ist das Gegenstück. Ja. Hier ist auch wieder ein Mechanismus. Das ganze Rad rastet dann hier ein und somit ist es auch fixiert. Ah, also richtig toll. Auch die Spaltmaße, man sieht das hier. Hier ist das Pedal, das kommt gerade nicht so an. Du kannst es natürlich jetzt auch noch anders positionieren, wenn du es ein bisschen weiter runter stellst. Dann wäre es besser. Oder wie auch immer. Dann geht es ja noch darum, du hast ja noch das ganze Cockpit hier oben. Das lässt sich hier drüber verändern. Du hast auch hier wieder eine Entriegelung. Mhm. Öffnen und jetzt Vorsicht. Einfach nach unten klappen. Phänomenal. Kannst du den Sattel noch reinfahren. Genau, wenn du das auch mal machst bitte. Dann haben wir es gerade mal. Und dann für das Fotofinish mal ganz kurz oben drauf stellst. Sei so lieb. Das Gewicht wird das gleiche sein. Hier so eine Art. Das ist wie eine Art Griff. Ne? Also du kannst es auch gut handeln. Das finde ich halt auch immer wichtig, weil es ist ja jetzt kein Produkt in dem Sinn wie ein schöner Sack, den ich gut greifen kann, sondern es
hat ja viele eckige Bauteile. Es lässt sich zusätzlich auch noch die Lenkereinheit hier verändern, wobei ich das jetzt in dem Sinne nicht als nötig empfinde, weil so viel Stauraum gewinnt man dadurch jetzt einfach nicht. So, der Hauptständer könnte auch eingeklappt sein, oder? Genau, den kann man jetzt noch einklappen und dann kann man es quasi nach unten auf den Motor dann auch noch drauflegen. So, prima. Ja, sei mal so nett, baust nochmal zusammen. Dass wir einmal sehen, wie schnell das geht. Also da würdest du auch sagen, das kann man... Ah, ist noch nicht ganz drin. Guck mal, Nico. Ah, Moment. Jetzt, genau. So, das Ganze ist auch nochmal verriegelt. Da gibt es Sicherungsbolzen. Hier vor allen Dingen ist wichtig, da ist im Prinzip der rote Knopf, wenn du es, glaube ich, von oben mal anzeigst. Hier drücke ich drauf. Und dann ist es frei. Gibt es das frei. Und jetzt. So ist es. Also es ist wirklich toll. Und ich habe ja selber so ein, ich habe das gleiche Rad quasi ohne Faltmechanismus. Auch schon sehr begeisternd, also auch mit diesen einklappbaren Teilen. Ich kann den Lenker oben quer drehen, aber das hier ist ja nochmal eine geniale Steigerung. Hat ein bisschen was zu tun mit diesem Hightech-Material Aluminium, was hier, ich glaube, mit Hydroforming dann auf diese Form gebracht wurde. Oder wie würdest du sagen, wie haben die das gemacht? Ja, genau. Also in der Regel sprechen wir von Hydroform-Rahmen, um einfach auch die Form irgendwo hinzubekommen, um das Material auch effektiv natürlich zu verarbeiten. Und hier ist, sieht man ja auch seitlich die Öffnung, um den Akku dann seitlich auch nachher zu entnehmen. Das ist also auch schon ganz gut gelöst. Es gibt zusätzliche Möglichkeit, hier vorne eine Halteplatte zu fixieren. Das heißt, wie so eine Art kleiner Frontkorb kann dann dort noch drauf. Also hier gibt es auch noch Erweiterungsmöglichkeiten für so ein kleines Kompaktrad. Also man hat sich hier schon viele Gedanken gemacht, was es für Lösungen gibt am Markt. Thema ist halt wirklich der Faltmechanismus. Da gibt es halt auch schon einiges an Patenten. Da ist es nicht ganz so einfach, da noch was Neueres mit reinzubringen. Aber auch vom gesamten Design her, von den Möglichkeiten, also wirklich auch, ich sehe es wirklich hier als Tragegriff, um das Rad ein bisschen besser zu handeln, als wie nur ein klassisches rundes Rohr. Mhm. Und das macht schon das Rad einfach aus. Stabiler Gepäckträger mit drauf, auch das ist eine wichtige Geschichte. Farblich auch ein bisschen abgesetzt, ob jetzt das Anthrazit mit dem Gelb, das heißt, es ist also auch auffällig, das heißt jetzt im Straßenverkehr oder Ähnliches. Das Gleiche haben wir bei dem Weißen mit dem Blau dann so gesehen. Also der Unterschied beim Weißen, da können Sie ja gleich nochmal in einem extra Video zeigen, ist der Antrieb. Da haben wir einen Riemen, der stärkere Akku. Und genau. Was noch? Also wir fangen mal mit der Schaltung an. Wir haben hier von Shimano eine 7-Gang-Nabe. Klassisch 7-Gang mit Kette. Bei dem anderen Modell gehen wir auf einen Riemenantrieb mit der neuen 5-Gang-Nabe. Okay, das sagen wir gleich mal. Okay, es sind zwar weniger Gänge, aber die 5-Gang-Nabe hat eine, sage ich mal, sehr gute Bandbreite. Und bei einem E-Bike ist es nicht unbedingt erforderlich, ganz viele Gänge zu haben, sondern einfach, dass sie halt effizient halt auch sind, gerade was die Übersetzung halt auch einfach angeht. Wie eben schon gesagt gehabt, hier haben wir einen 400 Wattstunden Akku mit drin oder 418 Wattstunden, wo wir hier dann schon auf den 500er gehen. Und so kleine Details wie auch die Beleuchtung verändern sich dann auch nochmal. Hier ist dann eine Hermanns-Beleuchtungsanlage dann schon mit drauf. Das macht einfach den Gesamtunterschied dann aus. Bremsanlage etc. ist eigentlich ähnlich. Laufräder auch. Wir legen den Schwerpunkt wirklich A auf den Akku und B auf den Antrieb, sprich auf den auf die Nabenschaltung und natürlich dann halt auch der Riemenantrieb. Der Riemenantrieb hat natürlich den Vorteil, du musst nichts mehr pflegen, kein Schmieren oder Ähnliches. Die Hose bleibt sauber, was du hier natürlich bei einer Kette immer schon ganz anders hast. Wir haben zwar auch einen Kettenschutz mit drauf, aber der Riemenantrieb benötigt in dem Sinn keine Pflege. So, sprechen wir mal über China-Import. 800 Euro, Falträder habe ich gesehen. Keine Zulassung, Gasgriff, muss man auch fairerweise dazu sagen. Gar nicht schlecht von der Qualität, nicht vergleichbar hiermit. Hier zugelassen. Hohe Qualität, Motor von Shimano, also kein Nabenmotor, sondern wir haben hier einen Zentralmotor. Das war ja auch nochmal eine Herausforderung. Genau. Der Mittelmotor ist vor allen Dingen halt auch schön klein und kompakt, weil natürlich bei so einem kleineren Fahrzeug, wir haben hier 20 Zoll Laufräder, wirkt ein großer Motor auch relativ schnell sehr, sehr wuchtig. Hier ist verbaut der E5000, heißt also wirklich ein Motor, der vor allen Dingen sehr leise ist. Also die Laufruhe ist hier auch mit entscheidend. Weil, was ist die Zielgruppe hier? Zum einen ganz klar die Camper,
Thema Urlaub. Es verschiebt sich ja gerade ganz viel. Fliegen geht nicht mehr. Was macht man? Wir kaufen Wohnmobile. Ich glaube, du kannst das gerade auch extrem gut bestätigen. Du machst extrem viele Videos auch in dem Bereich. Deswegen müssen wir im Fahrradbereich ein bisschen nachlegen. Und von daher ist das ein Produkt. Du machst es selber auch. Du hast zwar ein großes Fahrzeug, aber die Staufläche ist das Thema. Also das hätte auch den Vorteil, kann ich im Kombi mitnehmen, ja, klar. Kann ich im VW-Bus mitnehmen. Das muss nicht ein Campingfahrzeug sein. Ich kann es sogar auf einen Radträger hinten packen. Also es ist sehr universell. Wenn du mal so lieb bist, hol es mal runter bitte. Du bist 1,86 Meter, 85 Meter, 85 Meter und... Wenn du es mal bitte anpasst, weil diese Fahrzeuge werden ja auch von, ich sag mal, auch mal von Kindern gefahren, die wird auch mal von der Frau gefahren, vom Mann. Man kann es wunderbar adaptieren. Und deine Größe und Höhe stellst du mal bitte kurz ein. Die Lenkerhöhe kann man nicht einstellen, die ist fix, oder? Die Lenkerhöhe ist fix, weil dieses Modul, was wir hier im Endeffekt halt haben, keine Veränderungsmöglichkeiten zulässt. Ich kann den Lenker ein bisschen drehen, ja, aber ansonsten halt auch nicht. Sattel müsste jetzt noch einen Ticken weiter raus. Aber sage ich mal, das ist jetzt ein Rad, was ich ohne Probleme halt fahren kann. Das Besondere ist, was mir immer wieder bestätigt wird, aufgrund des sehr breiten Lenkers, der so breit ist wie bei normalen Fahrrädern, hast du ein unglaublich tolles Gefühl. Es gibt diese gleiche Ausführung. Also ich selber habe einen schmaleren Lenker, hätte man jetzt austauschen können, aber der ist so breit wie beim normalen Fahrrad. Wenn man drauf sitzt, merkt man eigentlich gar nicht, wie klein das Fahrrad ist, oder? Ja, es kommt drauf an. Er ist schon schmäler wie bei einem klassischen Trekkingrad oder Mountainbike in dem Sinn. Aber hier ist es wirklich so, das Handling ist halt mit entscheidend. Es muss natürlich auch kompakt bleiben, weil wenn ich den gefallen einen Zustand nehmen und habe dann noch so einen Monsterlenker rausschauen, ist es eigentlich auch so nicht gewollt. Dennoch, das ist ganz klar ein Rad, ob jetzt groß oder klein, über die Sattelhöhe kann ich das natürlich anpassen. Ich meine, es wird kein Tourenrad werden, das ist klar. Das ist jetzt kein Rad, wo ich sage, das ist mein Hauptfahrrad und damit fahre ich immer 60 Kilometer. Dreimal aber mal eine Tour dürfte kein also ja, im Urlaub. Du kannst das Rad schon normal nutzen, aber es ist natürlich mit gewissen Kompromissen bespickt. Aber es hat natürlich die Bandbreite, gerade jetzt der Transport im Wohnmobil oder ähnliches. Oder nimm einfach, keine Ahnung, die Stadt. Fährst mit der Bahn in die City rein, jetzt hast du es bis auf die Arbeit noch 2 Kilometer, die willst du nicht laufen. Dann geht halt sowas. Das kannst du kompakt in der Bahn mitnehmen oder im Bus oder ähnlichem. Klappst es zusammen und dann radelst du im Endeffekt die restlichen Kilometer mit dem Faltrad dann dorthin. Wenn du mal so liebes mal eine Runde fährst, ein bisschen Platz haben wir hier, dass man mal sieht, wie handlich das Ganze ist. Du kommst um alle Ecken problemlos. Ja gut, das ist natürlich der Vorteil, dass es so klein und kompakt ist. Ne? Ja. Hier kann ich also wirklich sehr, sehr gut zirkeln. Ja, und du bist jetzt 1,85, da ging sogar noch ein bisschen was, oder? Ja klar, ich kann den Sattel jetzt noch schon noch ein Stückchen weiter rausmachen, das ist kein Problem. Was ich toll finde, ist, du hast keine sehr sportliche Haltung. Das heißt, viele leiden ja drunter, dass du ein starkes Gewicht hast auf der Hand. Die Hand wird taub, das kennst du gerade bei längeren Fahrten. Du hast eine relativ aufrechte Sitzhaltung, selbst als großer Mensch. Und das ist bei dem Fahrrad, was ich habe, nicht so. Da stützt du dich schon sehr stark vorne auf. Und das ist doch sehr unangenehm. Ja, aber das ist eigentlich auch die Zielgruppe. Jetzt nehmen wir nochmal die Camper oder Ähnliches oder selbstständig aus Berufsgründen, wie ich das eben geschildert habe, mit der Bahn fahre, dann will ich keinen sportlichen Drahtesel haben. Dann will ich ein kompaktes Rad haben, wo ich auch was vom Umfeld sehe. Ob ich jetzt Brötchen holen fahre oder Ähnliches. Hier geht es nicht darum, eine Rennmaschine unter sich zu haben. Das soll es einfach nicht sein. Und das Besondere bei dem Paul ist halt wirklich, dass diese Geometrie, und dann unterscheidet sich dann auch doch schon nochmal zum Wettbewerb, man sich hier schon Gedanken gemacht hat und jetzt nicht einfach ein x-beliebiges Konstruktionsmodell genommen hat und das einfach adaptiert hat und dann Bergamon draufgeschrieben hat in dem Sinn. Das war nicht die Zielsetzung. Gut, also wir haben so gesehen auch das neue Display hier oben mit drauf. Ich komme mal kurz auf die andere Seite, dann habe ich es ein bisschen besser zu sehen. Das Display ist sehr kompakt geworden, schwarz-weiß. Genau, es ist schön klein und kompakt. Über hoch und runter geht es dann jeweils in die verschiedenen Modis. Das siehst du hier am seitlichen Balken. Und wir haben dann natürlich auch noch das Untermenü mit den Tageskilometern, Gesamtkilometern, Reichweite. Hier gibt er jetzt mal 150 an, im niedrigsten Modi 105 und 75. Heißt also, und wir haben jetzt hier den 400 Wattstunden Akku. Da geht drin. Was. Da geht schon ein bisschen was. Ne?
Hier vorne habe ich dann nochmal eine Akkuanzeige zusätzlich. Genau. Das Spannende ist, der Akkuwechsel, hast du mir gesagt, ist sehr einfach. Er wird nämlich einfach seitlich rausgeschwenkt. Richtig, einfach seitlich rausnehmen. Die Ladebuchse ist auch natürlich dann direkt am Akku. Wir brauchen jetzt keine über den Rahmen in sich gesehen, weil sie hier zu sehen ist. Und somit kann ich halt auch ganz einfach den Akku schnell laden. Ja. Wie mit jedem Produkt einfach den Zylinder öffnen und dann seitlich rausschieben. Hier ist genau der Punkt, wo der Akku rausgezogen wird. Schutzbleche aus Blech? Ja, da sind Blechschutzbleche drauf. Scheibenbremsen, auch stark. Das ist ein gutes Argument. Also wir haben jetzt keine Felgenbremsen, wie man das auch von früheren Falträdern oder Ähnliches kennt. Wir haben hier einfach schon ein sehr hochwertiges Produkt. Die Preisentwicklung, wenn man jetzt sagt, natürlich für 3000 Euro kriege ich auch schon ein super Trekkingfahrrad. Ja, durchaus auch mit 625 Wattstunden Akku. Aber die ganze Konstruktion, der Mechanismus, das kostet halt Geld. Und die Stückzahlen... Keine Riesenauflage. Genau. Die Stückzahlen sind natürlich deutlich geringer, wie das bei einem Massenprodukt, Trekkingrad, Mountainbike oder Ähnliches dann halt auch ist. Aber für... Das erste Modell, was Bergamont hier bringt, und wir haben lange drauf gewartet, genauso wie wir schon lange auf das Lastenrad gewartet haben, was letztes Jahr an den Markt gekommen ist, ist hier einfach entscheidend, dass sie hier einen guten Wurf gelungen haben mit diesen beiden Modellen. Was Tolles, überall Aufnahmen. Das heißt, also ich kann noch Zubehörmaterial dran schrauben, wie zum Beispiel, also hier der Seitenständer ist möglich, wenn ich das denn will. Ja, hier die klassische Aufnahme für den Seitenständer, wobei aber hier diese Variante gerade in dem Fall, wenn ich es zusammenfalte, wie ich es eben gezeigt habe, einfacher ist. Weil genial, stört nicht. Ich muss das Fahrrad nicht mehr festhalten, ich kann mich wirklich auf den Mechanismus konzentrieren, einmal rumklappen und fertig ist es. Hier hinten ist auch noch ein Halter dabei. Was kann der? Waffenhalter. Also für hinten. Stark finde ich den Gepäckträger. Der hält ein bisschen was aus. Zumindest ist er mal mit 25 Kilo angegeben. Ja. Ist das Racktime oder? Nein, ist kein Racktime-System. Hier verzichtet man zumindest mal bei Bergamont drauf. Es gibt aber jegliche Möglichkeit, eine Adapterplatte zu fixieren und dann auch ein Racktime-System zu nutzen. Also muss kein Racktime sein, kann auch ein anderes System sein. Da gibt es schon noch Möglichkeiten. Wie gesagt, vorne kann man noch den Frontgepäckträger draufsetzen. Auch das ist möglich. Frage Big Apple. Ist das dieser Reifen, der ein klein wenig geschützt ist gegen Dorne und so? Ja, wir haben hier, der Big Apple ist eigentlich eher dafür bekannt, für den großvolumigen Reifen. Auch der ist im Verhältnis schon relativ großvolumig, nicht wie der, sage ich mal, ganz große Big Apple aus dem 28 Zoll Bereich. Wir haben auch einen Pannenschutz mit drin, aber wir haben nicht die Plus-Variante. Das ist in dem Fall bei dem Modell nicht drin. Kann man nachrüsten, ist also möglich, habe ja, ich gemacht bei mir. Gibt es ja auch von Schwalbe-Seiten her die Plus-Variante reinzumachen. Also wir haben schon eine hochwertige Karkasse mit drin, Reflexionsstreifen sowieso. Auch das ist heute Standard, da haben wir immer die Speichenstrahler in den Speichen drin, weil das einfach ein bisschen schicker und eleganter einfach aussieht. So, jetzt kommt die bittere Pille. Wir haben das Jahr 2021, du weißt, worauf ich hinaus will. Wir haben jetzt zwei Stück hier, wir haben sie jetzt zum ersten Mal gefilmt. Du hattest sie schon letzte Woche Montag, da ist mir die Kamera kaputt gegangen, das hätten wir sie schon gezeigt. Ja. Wie viel 100 kriegst du denn dieses Jahr? So viel 100 werden es leider nicht werden, weil wie wir alle schon wissen oder wie wir es selber ja auch in den Videos oftmals sagen, ich finde es selber schon ein bisschen nervig, aber es ist, glaube ich, wichtig, dass wir immer noch darauf hinweisen. Die Liefersituation im Modelljahr 21 wird nicht besser sein wie im Jahr davor. Ganz im Gegenteil. Anfang letzten Jahres waren die Lager noch voll. Jetzt sind die Lager leer und der Nachschub kommt nicht in diesen Mengen bei, wie es sein sollte. Also wir haben jetzt knapp 10 Stück gekriegt insgesamt und da sind wir schon sehr froh drüber. Aber wir wissen auch, dass sie relativ schnell abfließen werden. Und Nachschub ist angedacht für die nächsten Monate, März, April, Mai, Juni. Aber auch leider nur in homöopathischen Mengen. Weil natürlich zum einen ist es ein neues Produkt, das muss sich erstmal etablieren auch. Wir haben da schon relativ mutig eingekauft und wir werden sehen, wie die Akzeptanz im Markt ist. Aber grundsätzlich bin ich absolut überzeugt von dem Produkt. Wenn es auch einer kann, dann Bergamont, weil sie dieses Urbane ganz klar leben. Die Marke entwickelt sich viel mehr dorthin, in den innerstädtischen Bereich, entwickelt in Hamburg. Also auch da ist es ein Rad, was genau in diesen Einsatzzweck halt reinpasst. Und ja, was mir auch gut gefällt, ist,
Der Rahmen ist sehr abschließfreundlich. Also das heißt, also ich habe große Durchreichen. Ich kann alles schön miteinander verbinden. Denn das hier ist natürlich ein Rad, das muss ordentlich angeschlossen werden. Kannst du mir mal einen Gefallen tun? Da mache ich mal ein paar Close-Ups. Geh mal gerade diese eine Sattelstütze holen aus Saarbrücken. Die würde ich gerne mal zeigen, weil ich selber habe ja so ein ähnliches Rad. Und es hat ja keine Federung hinten. Und da gibt es ein ganz tolles neues Produkt aus Saarbrücken, das mittlerweile weltweit gehandelt wird. Es ist eine gefederte Sattelstütze mit einem Parallelogramm. Und das erwähne ich immer mal wieder gerne, weil dann kann man nämlich aus diesem Fahrrad ein gefedertes, also ein heckgefedertes Fahrrad machen. Und das wird dann einfach hier eingesetzt. Man kann es auch mitnehmen. Es gibt verschiedene Federn, die man ergänzen kann. Der Nico holt es mal gerade. Und das ist eigentlich eine richtig tolle Erfindung und hat nichts zu tun mit den, ich sag mal, einfachen Sattelstützen, die rein und raus gehen, sondern das ist professionell, gell? Ja, also früherer Händlerkollege, jetzt kümmert er sich konsequent um das Thema seiner Produkte bei Schulz, ist die G2. Also das ist wirklich ein Produkt von oberster Qualität, preislich 170, 180 Euro, klar. Man kann es mitnehmen. Man kann es mitnehmen in jedem Fall und bietet sich natürlich auch hier an. Man muss natürlich gucken mit der Länge, mit der Verstellmöglichkeit. Das ist hier immer entscheidend. Jetzt sieht man, wie weit ich die Sattelstütze hier draußen habe. Das würde jetzt in meinem Fall vielleicht gerade so noch funktionieren. Das können wir aber dann immer individuell noch anschauen. So, wenn du mir kurz erklärst, wie das funktioniert. Ich habe es eben schon anmoderiert, ein Parallelogramm. Das heißt, die Lastverteilung über eine professionelle Feder, wie man das kennt aus dem Fahrzeugbau. Genau, also das Parallelogramm sitzt im Endeffekt hier und wandert schlussendlich hier hinten rüber, ne, in dem Bereich. Ich kann es jetzt leider nicht drücken, weil das wäre zu schwer. Also man braucht das Körpergewicht. Ja, man braucht das Körpergewicht, das kriege ich jetzt mit den Fingern oder mit der Hand auch als reines einzelnes Produkt nicht. Du hast die Stütze oft verkauft, Leute sind ganz begeistert, weil dass die, ich sag mal, den Komfort von einem Fahrrad unglaublich erhöht, oder? Ja, also wir sprechen natürlich schon von der Preishürde auch. Das ist mit vielen Produkten so. Aber ich muss auch sagen, wir haben keinerlei Reklamationen, noch nicht eine einzige. Und wir verkaufen sie wirklich schon ein paar Jahre. Es ist ein etabliertes Produkt und es geht ja auch dazu über die Kombination gefederte Sattelstütze, absenkbare Stütze in einer. Das Produkt gibt es ja schon. Es wird aber leider jetzt von der Produktion etwas verschoben aufgrund der Problematiken, die wir haben. Was Produktion allgemein angeht. Wir haben die Federn in den verschiedenen Farbkennzeichnungen. Die Farbkennzeichnungen sind hier auch nochmal dargestellt. Ich zeig's mal gerade, ganz in Soft, Medium, Hard, Extra Hard und Standard. Okay, das heißt, also je nach Fahrergewicht kann ich das anpassen? Kannst du hier nochmal zeigen, da ist das Fahrergewicht nämlich auch mit dabei. Augenblick, jetzt habe ich es scharf. Und so eine Feder, die kostet, keine Ahnung, 10, 15 Euro, tauschst du aus und dann kannst du es auch deiner Frau oder wem auch immer geben. Also auch das ist der große Vorteil. Oder wenn man selber Gewichtsschwankungen hat, schwerer also oder leichter wird, abnimmt, gibt es hier immer noch die Möglichkeit, ich muss keine neue Stütze kaufen, ich kann die austauschen, das ist gar kein Problem. Und sie ist wirklich in der Qualität top. Wirklich also top. Der Vorteil ist, habe ich jetzt Rückenprobleme oder ich will einfach mehr Komfort, weil es rüttelt schon, wenn ich jetzt natürlich auf Feldwegen unterwegs bin. Das wird spürbar abgemildert. Also es ist eine richtig tolle Erfindung, oder? Ja, auf jeden Fall. Also hat ja auch ein bisschen Zeit gedauert, bis die so war, wie sie jetzt hier ist. Aber der Markus, ich kenne ihn ja persönlich auch, ist wirklich, da hat er wirklich was Tolles entwickelt. Thema Vorbauten ist es ja ähnlich mit dem Speedlifter. Auch ist das, der Erstausrüster mittlerweile bei vielen. Genau, genau. Wir haben ihn ja bei Cube auch mit in der Erstausrüstung. Und es freut mich auch, dass das Produkt in der Akzeptanz so gut ankommt, auch gerade in der Erstausrüstung, weil dann sind die Auflagen größer, der Anspruch der Hersteller ist hoch. Und ich muss wirklich sagen, wir haben mit dem Produkt keinerlei Reklamationen. So, dann machen wir noch gleich das andere Video über das andere Modell. Du bist professioneller Fahrradhändler, machst das Ganze im Versand über 10 Jahre, hast stationären Handel 2 Stück, einer in St. Wendel, das liegt im nördlichen Saarland, und dann noch in der Nähe von Saarbrücken in Riegelsberg. Und zurzeit muss man sagen, das Thema Online-Buchungen boomt. Mhm. Ihr macht den Versand über Riegelsberg hier. Wenn ich so ein Fahrrad jetzt bestelle, wie funktioniert das technisch? Gehe ich auf die Webseite, order das, kann es gleich bezahlen? Ist es wie bei, im Prinzip bei jedem anderen Shop? Genau, ist wie bei jedem anderen Shop. Also Zahlungsmöglichkeiten, ob Kreditkarte, PayPal, Überweisung oder ähnliches, ist wie in jedem anderen Shop halt auch. Heißt, wenn der Kunde natürlich sagt, ah, ich würde es gerne abholen, weil ich aus der Nähe bin, oder ich will generell eine persönliche Abholung, auch wenn ich aus Frankfurt bin, ist uns ganz egal. Er kann den Abholungsort wählen, ob jetzt hier in St. Wendel oder in Riegelsberg.
Wir stimmen da in der aktuellen Situation einen Termin ab und dann nehmen wir uns die Zeit dann natürlich halt auch für die Abstimmung. Ansonsten geht es auch ganz klar über den Versandweg. Aber es gibt auch Order und Collect oder wie das bei IKEA Click heißt. Click und Collect. Click und Collect. Dementsprechend, er bestellt es online und wählt Abholung aus. Okay, das und er vereinbart mit uns einen Termin, weil wir hier natürlich halt auch sagen, da gibt es so ein, zwei Sachen, die wir noch erklären. Ja, Camper sind ja unterwegs, sage ich mal. Das Saarland ist schön, man kann auch hier vorbeikommen und es abholen. Genau. Wenn ich jetzt das sehe, mir gefällt es jetzt gut, 3.000 Euro muss man erstmal haben, aber es ist eine sehr große Wertanlage. Bergamont ist jetzt keine Marke, die man aus der Taufe neu erhoben hat, wie Blaupunkt oder viele Telefunken, wie sie alle heißen, die umfunktioniert wurden oder die Markenrechte, nichts dagegen, also ich sag mal so, sondern es ist eine reine Fahrradmarke, ja. Und sie ist schon wirklich sehr lange auf dem Markt, oder? Ja, Bergamont gibt es schon seit Anfang der 90er, ich glaube 93 oder sowas, und wir haben auch relativ frühzeitig schon Ende der 90er Jahre mit Bergamont begonnen und fühlen uns mit der Marke auch sehr, sehr wohl. Also gerade im Trekkingradsegment haben wir sie immer schon sehr stark verkauft, und ich sehe persönlich halt auch ganz klar die Entwicklung der Marke im urbanen Bereich, weil da war sie für uns immer schon stark, so schön die Mountainbikes damals auch schon waren, aber dieses Programm ist runtergeschrumpft und man konzentriert sich jetzt wirklich auf den Bereich urbane Mobilität mit, wie du hier zeigst, schon Lastenrad. Haben wir auch haben wir jeweils ein Video drüber gemacht. Genau. Oder das heißt, das Bäckerfahrzeug, oder man kann auch sagen, die Post könnte das zum einen halt auch nutzen für kleine Fahrten gesehen. Also hier tut sich einiges. Ja, vielen Dank, Nico Ockenfels. Mach mal dein Mendel weg. WeCycle heißt der Laden. Und ja, wenn ich das jetzt kaufe online, ich habe ein Rückgaberecht, aber da gibt es Regeln. Das heißt also, eine kurze Probefahrt vor der Tür geht. Einmal durch den Wald geht auf keinen Fall. Also das Ding muss quasi so zurückgeschickt werden, wie es war, abzüglich, ich sag mal, einer Probefahrt, ganz klar. Genau, also so in dem Rahmen, wie wir es hier auch vor Ort machen. Heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ich mache mal so eine erste Tour mit 50 Kilometern und dann sage ich, ich bring's zurück. Das ist nicht der Sinn dort davon. Ist es aber defekt und so weiter, ja. Da habe ich natürlich alle anderen Möglichkeiten. Ja. Sag mal, wie ist denn das jetzt? Ich wohne jetzt in München, jetzt habe ich einen Defekt. Habe ich da die Möglichkeit, zum anderen Bergamont-Händler zu gehen, oder ist das nicht wie bei Autos? Also wir sind immer erster Ansprechpartner, das heißt der Händler, wo es gekauft wurde. Und wir können sowas halt auch gerne organisieren mit einem Händler vor Ort oder Ähnliches, um das zu machen. Oder im Zweifel kommt es dann zu uns zurück. Dann kümmern wir uns aber auch Abholung per Spedition. Richtig, etc. Das ist dann der Weg dort dazu. Prima. Ja, meistens gehen sie ja nicht kaputt, denn es sind Standardbauteile. Last but not least, ein, zwei Worte über Shimano. Klar, wenn jetzt Leute sagen, ist ja langweilig, kenne ich. Weltweit der größte Hersteller für Schaltungen. Stimmt das? Kann man sagen, oder? Ja, sagen wir mal, wenn wir Shimano im Radbereich nicht hätten, würde schon ein wichtiger Player fehlen. Ganz klar, ob Bremsen, Schaltung. Also einer der ganz großen. Motoren, ja, definitiv. Was die bauen, funktioniert, kann man sagen. Also das heißt, die machen das ja schon ewig. Die Motoren, die sind schon fast langweilig, was den Service angeht, denn es geht so gut wie nichts kaputt, oder? Ja, also ich kann das nur über die Vergangenheit wirklich so erklären. Shimano bringt Produkte an den Markt, die funktionieren. Und dann geht es wirklich nur noch um die Akzeptanz. Es gab frühere Schaltungen mit Luftdruck oder Ähnlichem. Die haben es einfach nicht geschafft, weil die Akzeptanz im Markt einfach nicht da war. Aber ob ich jetzt eine Einstiegsschaltgruppe nehme oder eine High-End-Gruppe oder ob das jetzt der Motor ist, man kann davon ausgehen, dass das Produkt einfach funktioniert, weil das einfach ein relativ hoher Qualitätsstandard ist. Ja, Leute immer sagen Bosch, Bosch, Bosch. Ja, durchaus. Klar, es ist natürlich auch das deutsche Produkt im Verhältnis zu Fernost. Aber Shimano ist wirklich eine ganz große Nummer in dem Bereich, vor allen Dingen auch weltweit gesehen im Verhältnis zu Bosch. Wird der eigentlich noch hier in Deutschland hergestellt, der Bosch-Motor? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube eher nein. Oder doch auf den Philippinen. Also Akku könnte ich mir durchaus vorstellen, bin ich mir jetzt aber aktuell nicht sicher. Also es muss nicht immer, ich sag mal, bei Bosch auch könnte sein, dass sie den vielleicht irgendwo anders fertigen lassen. Bosch wird tendenziell in Europa produziert. Genau, in Europa, sehr gut. Also auch Bosch-Motor, ein toller Motor. Also das wollte man Ihnen nochmal sagen. Also wenn Sie Shimano da, ich sag mal testen wollen, Probefahrt geht immer, kann man vorbeikommen. Ansonsten, ja, vielen, vielen Dank, Nico Ockenfels. Das ist das Bergamont Paule EQ Edition 20 Zoll Kompakt Faltrad 2021. Im Moment hast du welche da am 2. Februar?
Wir haben beide Modelle noch da, im 5-6-stelligen Bereich, beziehungsweise 5-6 Modelle pro Fahrzeug. Das ist momentan so die Menge, die aktuell am Lager ist. Es gibt eine Größe für alle? Ja, es ist eine Standardgröße, also für alle, von klein bis groß, es gibt keine verschiedenen Rahmengrößen oder sowas. Ja, vielen Dank, Nico Ockenfels, WeCycle. Und ja, wenn Sie vorbeikommen möchten, einmal in St. Wendel, ganz leicht zu finden, neben der Tankstelle. Ich guck mal gerade, was ist das hier, Shell? Ja. Esso? Nee, Shell. So, und einmal in Riegelsberg, da ist es ganz leicht zu finden, Nähe Kaufland. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao.